lieben Fußballfreunde und herzlich willkommen hier zum, so gesehen, vorletzten Video mit Pascal in diesem Monat. Soll natürlich nicht jetzt zur Trauer sorgen. Wir machen hier heute die FMK-Challenge, also Fuck, Marry, Kill. Wer es nicht kennt, kurz erklärt, man denkt sich drei Namen aus und mit einem hat man einen One-Night-Stand, einen heiratet man und einen tötet man. Das Witzige ist, ich nenne es einfach MFK statt FMK. Alles klar. Läuft. Und wir haben hier die YouTuber-Edition, sprich, wir haben hier YouTuber-Namen aufgeschrieben. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr es gerne mal bei den YouTubern irgendwie verlinken oder irgendwie sozusagen, hey, der hat ein Video mit dir und dir hochgeladen. Oh. Wenn ihr darauf Bock habt, müsst ihr nicht. Ihr seid natürlich nicht dazu gezwungen, wer weiß, einfach mal gucken, was passiert. Und ich weiß nicht, welche Konstellation er aufgeschrieben hat. Ich weiß auch nicht, welche er aufgeschrieben hat. Genau, und du darfst uns gerne anfangen. Okay. Dann. Ach ja, und ich blende oft, denke ich mal, ganz kurz so Bilder. Ich denke mal so hier ein, weil da halt gerade so ein bisschen Platz ist. Oder vielleicht hier einfach so, mitten ins Bild. Ich werde gucken. Einfach auf mein Gesicht so kurz. Aber das bitte ich dich, mach nach jedem Namen kurz eine Pause, dass ich auch mal ein Bild einblenden kann. Na klar. Gut, dann fangen wir an. Wir haben Gronk. Okay. Wir haben Saraza. Okay. Und wir haben die Pandoria. Okay. Das ist schwer. Muss ich echt zugeben, das ist schwer. Also für mich wäre das total leicht. Naja, ich muss mich jetzt nur zwischen zwei entscheiden. Ist es jetzt Fuck oder ist es Mary? Weil Kill ist leider für mich irgendwie doch klar. Sorry, lieber Walle. Also Kill ist Saraza. Mhm. One-Night-Stand mit Pan und heiraten Gronk. Geil, genau so hätte ich es auch genommen. Nice. Also Gronk ist so dann als Ehemann. Wäre schon cool. Wäre cool. Doch, warum nicht? Okay, dann fange ich mal an. Als erstes Dena. Oh. Als zweites Bibis Beauty Palace. Oh. Und als drittes Venicraft. Venicraft. Den kenne ich jetzt nicht direkt. Ja. Aber mein Kill steht fest, Dena. Was hast du denn da für ein Video gehabt? Alles klar! Das Bild sah einfach nur cool aus. So, wen hattest du? Dena? Dena, Bibis Beauty Palace und Venicraft. Ist ein Minecraft-YouTuber für die, die ihn jetzt vielleicht doch nicht so kennen. Okay, dann würde ich Venicraft, Mary und Bibi? Nein. Bibi dann heiraten? Ja, doch, das war Bibi. Ja, Bibi würde ich dann. Nein, ficken. Das heißt, also, würdest du dann heiraten? Ja, genau. Ja. Ja. Also dann sag doch mal, also. Also Dena ganz klar Kill. Ja. Achso, Dagi dann Bibi. Ja, Bibi. Ich vertausche die beiden immer. Oh, also Bibi. Jetzt kommt hier die große Hate-Tabelle auf. Ich seh schon. Ja. Nein, Bibi würde ich fucken und. fucken. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und den Svenicraft hieß er. Venicraft. Venicraft. Dann einfach Mary. Okay. So, dann haben wir. Ach ja, jeder hat drei Konstellationen, nur mal eben hier aus so. Genau. Dann immer eben erwähnt. Kurzes, knappes Video, aber trotzdem halt eben mit viel Humor, nimmt es auch mit Humor. Ja. Okay. Dann haben wir Liv Floyd. Okay. Den guten Frodo. Okay. Und Malwanne. Da müsstest du mir ein Bild zeigen. Ja, ich weiß. Bin schon dabei, so. Och. Alles klar, dazu sucht er mir sogar noch was raus. Zu MA? Ja. Ah, okay. Also das war Liv Floyd, Frodo und Malwanne, stimmt's? Mhm. Dann würde ich Malwanne, Mary
Floyd One Night Stand und Frodo Tön. Okay. Ja, ich komme dann schon, glaube ich, zu. Nee, du hast ja angefangen. Das heißt, ich komme jetzt hier zu meiner zweiten ja erst. Mensch, ich wollte ja schon gerade meine dritte nennen. Okay, als erstes hätten wir da Jodie Calussi. Kenne ich nicht. Ich zeig dir dann gleich ein Bild. Ja. Als zweites hätten wir Dougie B. Und als drittes Melina Sophie. Okay. Ja, zu den ersten muss mir eben Bild sagen. Ja, Melina, also. Also Melina Sophie kann ich schon mal sagen, Mary. Okay. Gut, Jodie Calussi, dann Kill. Nein, warte. Nein, Jodie Calussi, was hatte ich jetzt? Genau, Fuck. Okay. Und, was sagtest du? Dougie, ne? Dougie. Ja, Dougie, dann Kill. Ach, also, Melina, hast du ja gesagt, Barry. Genau. Ah, okay. So, also Dougie, Kill, Jodie Calussi, Fuck und Sophia. Sophie, Melina Sophie. Genau, Sophia, Melina Sophie. Melina Sophie, Mary. So. Okay. So. Kommen wir zu deinem letzten. Oh ja. Zusammen auch dann zu meinem letzten natürlich dann. Wir haben da Dougie B. Auch Dougie B, okay. Ja. Bibi von Bibis Beauty Palace. Ja. Und Lion TV. Okay, dann würde ich doch Lion TV töten. Ja. Bibi Fuck. Ja. Und Dougie Mary. Dougie Mary, das reimt sich sogar. Bibi Bloody Mary. Ja, stimmt. Wirklich? Nein, aber in dieser Konstellation würde ich das auch machen. Ja. So, dann kommen wir zu meiner letzten Konstellation. Und somit auch zur letzten des Videos. Nämlich Brammen von Pete's Meat. Ja. Dann Buddy von den Rocket Beans. Ja. Sagt ihr? Ja. Okay. Und Trash Tasmani. Okay, den musst du mir zeigen. Das ist kein Dean. Sie. Sie musst du mir zeigen. Hm. Okay, Trash Tasmani. Fuck. Mhm. Wen hattest du noch? Und dann hatte ich noch Brammen und Buddy. Gut, Brammen heiraten und Buddy, okay. Ganz einfach. Ja, ganz einfach, schlicht und einfach hier. Ja, das war die Fuckberry Kill Edition. Fuckberry YouTube Edition, wohl eher so gesagt. Oh ja. Vielleicht. Und ich sehe schon, wirklich, ich sehe schon, keine Ahnung, einen Kilometer lang Kommentarstrang. Nur gerade mit einem Thema, nämlich. Dass er Bibi und Dougie vertauscht hat. Oh, ja. Jetzt kommen die ganzen Bibi und Dougie-Fans hier zu dem Video. Und dann ey, so, was vertauscht du die? Die sind doch völlig verschieden. Die sehen anders aus. Ja. Tötet ihn, we fire. Kill him, we fire. Pascal ist on fire. This girl is on fire. Na gut, also, das war so gesehen das letzte Video in dieser Konstellation. Jetzt, übermorgen kommt, ich hoffe, ich irre mich dann natürlich jetzt nicht, nein, übermorgen kommt für euch dann, so gesehen, halt am 23., ein Tag vor Heiligabend, kommt dann für euch das letzte Gameplay-Video mit Pascal. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, Pascal, schönes Video mit dir. Immer noch. Hier gebührt die Atmos. Gut. Dann sage ich, Anpfiff, Abpfiff, Tor, schau Fußballfreunde und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüssi.